Komm schon, komm schon! Nein, bleib weg! So. Okay, das Blöde ist, dass ich hier hinter dem Mikrofon gerade nur die Hälfte vom Bildschirm sehe. Das macht es nicht viel einfacher. Heldenhafte Musik! Ja! So, hallo. Guck mal, was sich da unten durchs Gemüse schiebt. Kleiner Tipp, es ist nicht Peter Zwiegert. So, da. Mist! Moment. Sekunde! So. Da. Na, das wird ja spannend hier. Da. Oh, und wir brauchen hier oben ja auch noch Schutz. So, Hauptsache, da kommt jetzt hier nicht direkt rumgepest. Wahrscheinlich aber doch. Oder nicht? Hallo? Ach, wie... Mensch, hör auf! Mach doch sowas nicht. Jetzt hat er hier aber mal was weggeballert, glaube ich, oder? Nee. Sieht nur so aus. Ach, Mensch. Hab mich gerade voll erschrocken. Das ist doch nicht nett, sowas zu machen. So. Okay, das wird jetzt schon ein bisschen kritischer hier. Vor allen Dingen müssen wir uns jetzt irgendwie einen Weg bauen. Ach Mensch. Und ganz ehrlich, ich mag mit denen nicht Tennis spielen. Ich weiß, man kann ganz super mit Pfeil und Bogen die Feuerbälle sofort zurückschießen, wenn sie gerade gespuckt haben. Aber nein. I don't want to. So. Geh mal bitte weg. Dankeschön. Ja, ist ja... Hey! Pass mal auf, Schweinepriester. Hab das... Ja, da kommst du ja schon. Komm! Noch jemand? Ich hab's doch gerade gehört. Nicht? So, dann ruppen wir das hier mal raus. So, und machen da mal was rein. Zack. Eieieiei. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? So, da. Na, oh Scheiße. Ich will doch nicht hier unten rumlaufen und nicht mehr zurückkommen. Das wäre total uncool. So, dann lassen wir mal ganz kurz gucken. Ich müsste hier auf jeden Fall einen Schlenker machen. Wenn wir da hinten hin wollen, müsste ich einen Schlenker machen. Oder aber ich baue einfach geradeaus, ohne Rücksicht auf Verluste. Wird natürlich ein bisschen schwieriger werden dann. Aber, na, was soll's. Wir stellen uns natürlich der Herausforderung. Und vielleicht verrecken wir ja unten. Man weiß es nie so genau. Eine Diamantrüstung wäre mir übrigens sehr lieb. Sollte ich vielleicht doch mal drüber nachdenken. So. Momentan scheint zumindest keiner in der Nähe zu sein. Und ich habe schon Angst. Ich habe schon die Befürchtung, ich hätte es nicht sagen sollen. So.
So. Okay, das wird auf jeden Fall noch sehr interessant hier unten. Das Blöde ist, ich kann jetzt hier nicht einfach so rüberbauen, weil wir dann eigentlich direkt auf der... auf dem Präsentierteller sind. Gna. Und es mag komisch klingen, aber ich habe gar keinen Bock, in die Lava zu stürzen. Das kann man sich so gar nicht erklären irgendwie. Aber tatsächlich ist es wahr. Na, tolle Wurst. Warum lasse ich mich auf diese Scheiße eigentlich ein? Na, jetzt. Wieso geht das nicht? Muss ich das so machen? Ist ja ätzend. So. Drecksau. Ich spiele hier schon extra auf Sicherheit und dann kommt da wieder so ein Knöterich an. Das darf doch nicht wahr sein. Natürlich. Na, Hauptsache, der macht mir nichts kaputt. Eieieiei, so. Okay, Aufnahmezeit geht sogar noch. Ich könnte hier natürlich jetzt erstmal, ich hoffe nur, der erwischt mich dann nicht. Dann mache ich hier mal ganz kurz alles richtig. So. Okay, du kommst auch weg und du kommst weg und du kommst weg. Und dafür kommt ihr dahin. Ich überlege gerade. Das hier könnte ich ja theoretisch so lassen, so als Durchgang. Das kann man ja so... Ne, da kann man eine Tür reinsetzen oder was auch immer. Sieht dann so ein bisschen mehr nach Festung aus. Hat jetzt auch ein bisschen mehr Abwechslung, als wenn man es einfach nur so lässt. Und warum ich jetzt hier lang laufe, weiß ich gerade gar nicht. Aber ich will auch nicht nur da rumbauen. Ah ja, jetzt können wir mal von hier gucken. So sieht das da aus. Und da unten treibt sich der Lauser rum. Du kleiner Racker. Mensch, Mensch, Mensch. Und da müssen wir irgendwie bis auf das Plateau kommen. Und dann haben wir schon unsere erste Höllenfestung. Geil ist auch da oben das Ding. Da komme ich wieder auf Gedanken. Wir müssten beim Durchgang eine Leiter nach oben machen, dass wir da drauf kommen, auf diesem Übergang da oben. Das ist natürlich auch cool. So, Lauser, hau mal ab. Ich würde da gerne weiter bauen. Ja, ich würde da gerne weiter bauen. Hast du schon richtig verstanden. So, dann wollen wir doch mal schauen, wie wir da jetzt bauen, wenn überhaupt, wenn wir überhaupt dazu kommen. Da ist er schon wieder. So, Moment. So, jetzt haben wir erstmal, Moment, ich hoffe, wir haben noch Cobbles, Sekunde. Aber langsam wird's knapp. Nee, jetzt sind wir wirklich out of Cobblestones. Das heißt, ach, da hätten wir auch gleich da hinten bleiben können. Naja, das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal wieder welche machen. Ich hoffe, ich denke das nächste Mal dran, weil ich nutze dann die Gelegenheit, mache gleich erstmal eine Aufnahmepause. Und dann werden wir hoffentlich in der nächsten Aufnahme, werden wir es schaffen, da hinten hinzukommen, bis da hinten hinzubauen. Und dort dann vielleicht noch ein Portälchen, ein neues zu erschließen. Wofür wir Obsidian brauchen, das muss ich mir vielleicht mal merken. Weil Portal gießen geht hier unten nämlich nicht, weil das Wasser sofort verdampft. Wenn man Wassereimer hier ausgibt, dann macht sofort und das war's dann. Also Freunde, ich hoffe, ne, und so, der Nether hat euch bis jetzt gefallen. Und hinfort in die richtige Welt. Ich komme frisch aus der Hölle. So, hopps. Und vor Freude springen wir da oben dran. Im Grunde genommen könnte ich ja unten direkt eine Cobblestone-Mine machen. Jetzt will ich aber vorher noch Folgendes machen. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen Netherstone ablegen. Also ein bisschen Höllengestein. So, hopsi. Ich weiß nur nicht, wo ich den hinpacken soll, weil davon kann man wirklich so viel haben, dass der echt schon ramsch ist eigentlich. So, hier sind die Cleanstones normalerweise drin. Hier ist Wolle drin, hier ist Silber drin. Hey, Silber, haben wir noch 31, na gut.
hier müsste theoretisch Gold und Diamanten drin sein. Da ist Essen drin. Tja, guck mal, hier packen wir dann den Nethermist rein. So, dann haben wir zumindest wieder ein bisschen Platz im Inventar. Und Fleisch haben wir ja auch noch. Das ist doch schon mal wunderbar. Ach, ist doch schön, mal wieder draußen zu sein. Hey, Hundis. Na, seid ihr schon ganz verhungert? Mensch. Hab Schappi mitgebracht. Das Gute mit Thunfisch. Erstmal eine Nase voll frischer Luft und nicht da unten, wo alles nach Geistpupsen riecht und nach komischen, weiß ich nicht, nach irgendwelchen untoten Zombieschweinen, die sich nicht gewaschen haben. Das muss ja auch nicht sein. So, hier haben wir jetzt die neuen Goldbarren noch drin. Das können wir ja theoretisch. Gold, wo war das Eisen? Hier war das Eisen. Können wir Gold eigentlich hier mit reintun und wir packen das Gold einfach hier mit rein, weil so viel werden wir auch eh nicht brauchen. So, und jetzt brauche ich ja eigentlich nur Cobblestones, das sind die Stonehoes. Und wir haben noch Spitzhacken, das heißt, wir können im Grunde genommen gleich nach unten gehen. Wir ziehen das jetzt einfach mal gnadenlos durch. Denn ich würde wirklich gerne wissen, wo wir landen, wenn wir das andere Portal aufbauen. Mal schauen, irgendwo in der Weltgeschichte werden wir rauskommen. Und mal schauen, ob wir von da aus dann zu unserer alten Behausung finden. Ne, also die hier oben. Das würde mich auch mal interessieren. So, jetzt sollte ich mir eigentlich aus Diamantenspitzhacken, machen, ne? Weil wegen und so. Was ist das für eine ätzende Musik? Warte mal ganz kurz. Ich mach mal ganz kurz diese hier rein. So. Ich hoffe mal, wir werden hier nicht unsanft überrascht von irgendwelchen Creeper-Säulen oder irgendwas. Aber notfalls haben wir ja Schnitzel dabei. Ein bisschen Rüstung haben wir auch noch. Um nicht zu sagen, noch volle Rüstung. Ja, in solchen Momenten wäre eine ganze Wagenladung voll TNT schön. Dann könnte man hier mal so richtig durchzimmern. Ich sollte vielleicht auch mal gucken, wo ich hier übrigens baue. Vielleicht kann ich ja nicht nur Cobblestones abbauen, sondern vielleicht das Ganze auch noch mit einem sinnvollen Abbau hier verbinden. Wie zum Beispiel hier einen Doppelgang draus machen. Kann ja ruhig ein bisschen großzügiger ausfallen. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir müssen jetzt eh nur abfarmen. Ach ja. Das könnte sich jetzt sehr unspannend gestalten. Nein, Moment. Da. Die packen wir mal dahin, das packen wir mal dahin und dann können wir mit der hier schon mal das Gelumpi hier rauszimmern. Das braucht doch eh keiner. So. Okay, dann hier weiter. Huch. Oh, wertvoller Cobblestone. Da können wir mal richtig aus den Vollen schöpfen hier, wenn wir das alles auseinanderklamüsern. Hauptsache, hier kommt nicht irgendein Viech, um uns zu begrüßen. Das wäre mir nicht so recht. Habe ich gerade was gehört? Nee, ich dachte schon. Oh, pass mal auf, da machen wir ruhig 3 breit. Ist doch ganz egal, wir haben ja Zeit. Ach ja, ach Freunde, ach Lapis, Lazuli oder was auch immer, ist doch scheißegal. Hauptsache Loppi. Loppi, Loppi, Papi. Und jetzt müssen wir hier natürlich wieder zuschrödern, egal, da haben wir es zugeschrödert und jetzt müssen wir mal gucken. Hier raus mit dir, du alte Sau, und hier auch nochmal. So, das ist jetzt 3 breit und dann können wir hier nochmal da in die Tiefe gehen. Und dann mal schauen. Das ist wirklich sehr unspannend, so, ne? Erst das Bauen im Nether und dann das Bauen hier unten, um Cobblestones zu kriegen. Aber ganz ehrlich, naja, ihr wolltet ja in die Hölle und leider ist das da so. Da muss man halt sehr viel bauen oder man muss natürlich nicht. Man kann auch einmal reingehen, schnell wieder weglaufen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Sondern man muss sich ja da unten so ein kleines, ja, so eine kleine Wegverbindung zwischen irgendwelchen Schauplätzen schaffen, sage ich mal. Denn über die Hölle und vielleicht auch bald über den Himmel kann man sicher die ganzen Sachen hier verbinden im Spiel. So, dass man eine Menge Reisezeit spart.